So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind mit dem Clan und noch mit ein paar 300 Clan-Mitgliedern am, ja, Edelstein abfangen. Und zwar haben die den Edelstein scheinbar nicht bekommen, oder? Ja, der Rote haben sie noch bekommen. Ah, da hat null. Sind leider zu viele Ritter. Kann jetzt gerade nichts holen. Da haben wir noch ein bisschen etwas abgehauen. Ja, das ist zu gefährlich. Wenn ich jetzt den runterhole, dann tötet er mich. Ah, ich habe keine Bewegungsgeschwindigkeit. Eieiei. Greift er jetzt von hinten an, ja. Okay, ich glaube, ich sterbe so. So langsam bleibe. Ja, die haben jetzt langsam schon ein bisschen zugenommen mit dem mit unser. Hey, nervt nicht. Ha! Ich hab's überlebt. Ich überlebe es noch ein bisschen mehr. Nein, nein, nicht auf mich losgehen. Nein, nein, nicht du, nein. Oh, 11 Schaden. Cool. Ey Leute, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ah, jetzt habe ich ihn natürlich wieder verloren. Also, ich werde halt einfach relativ schnell dann übermannt, wenn. Es ist einfach nicht gut gegangen. Ja. Okay, aber ich war recht lange dort mit den Eisen, also mit den Braces. Und ja, hatte ungefähr von hier bis hier unten XP gesammelt. Und jetzt können wir eigentlich relativ gut noch das Level machen. Aber schau kurz noch. Okay. Ich bin leider im anderen Bind. Was macht er hier? Als der Doktor von Alysius. Ich muss an den Bind. Ja, ich sollte eigentlich relativ schnell immer das Video anmachen, aber ich bin im TS3 und deshalb habe ich da nicht immer Bock, natürlich zu sagen, ja, ich mache jetzt ein Video und ich möchte eher so ein bisschen mich konzentrieren können, damit ich ein bisschen frei reden kann, weil die reden schon manchmal ein bisschen rein. Das ist klar. Und deshalb mache ich eher ohne TS3 die Livestreams, also die Videos. Und in den Livestreams mache ich dann eher mit anderen zusammen quatschen. Aber das geht noch einige Zeit, weil ich jetzt eigentlich das Handy brauche zum Kommentare lesen. Oder jemanden, der die Kommentare vorliest. Bis ich einen zweiten Bildschirm habe. Sind alle dort unten? Natürlich, ich gehe jetzt mal hier durch. Ja, ich müsste jetzt langsam anfangen zu schneiden, die Videos. Darf mir gerne jemand erklären, wie man jetzt das genau gut schneidet, dass es noch genug lange Videos sind. Weil ich schneide dann immer die Videos zu sehr und dann sind sie so kurz, dass es sich nicht lohnt. Und auch wie man auf YouTube im Studio so relativ gut dort schneidet am besten. Falls jetzt irgendwo langweilige Szenen sind, einfach rausschneide, dass ihr die gar nicht ansehen müsst. Ja, wäre nett, wenn jemand mir da ein bisschen helfen könnte. Aber man bekommt das auch kleiner YouTuber hat einfach kaum Hilfe über. So, wir benutzen die Mitspieler als Schutzschild. Ach, schon wieder falsche Taste. Machen wir das so. Dass die Reichweite auch gut ist auf der 6, auf der 5. So. Und die sind wieder dort unten. Also gehe ich aufs Boot. Das
gehe jetzt gar nicht mit denen, weil die sowieso verlieren. Oh. Ach komm, ey. Nicht ihm nun machen, ey. Okay, einen habe ich noch. 14 von 20 Spiele von Zirden. Das ist einfach krass, wie viel man machen kann, indem man einfach aktiv ist am Abend. Das hätte ich niemals gedacht. Das ist das falsche Wort. Wo sind die Boote hier? Die Boote sind hier. Nicht hier. Ja, was muss ich jetzt machen? Ja. Ich gehe den anderen nach, wenn ich sie finde. Wenn ich sie noch finde, die müssten irgendwo hier sein. Aber leider, muss ich abgeholt werden. Ich fühle mich jetzt gerade nicht so toll. Hier im Feindesland. Und überall hat es Gegner, die mich auch noch plagen. Weil sie aggro werden. Wir könnten ja nochmal so ein bisschen herum sneaken. Aber, ja, es ist auch ein bisschen langweilig natürlich. Ja, die sind wirklich weg. Sind die nach Süden gegangen? Also eigentlich gehen die meisten immer hier durch, aber hier ist Xerox. Wenigstens Xerox. Der kenne ich. Also der ist relativ oft online am Abend. Der kann mich auch ein bisschen beschützen. Ja, und EXP Booster in den nächsten paar Tagen werde ich mal EXP Booster holen. Ich kann mir, glaube ich, den 200er holen. Knapp. Ich glaube, knapp nicht. Ich glaube, 100er ist. Und, werde einfach mal ein bisschen, ja, am Abend aktiv sein und XP sammeln. So. Ich denke, das macht mehr Sinn. Okay, das ist ein Jäger. Ja, und die Gilde, also der Clan, tut recht viel mehr erklären. Das ist wunderbar. Dankeschön für die Hilfe an alle von Braces. Seid wirklich nett. Okay. Das war nur ein Barbar, aber alleine mache ich den natürlich nicht. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, ob er leicht war, aber ich glaube, er war schwer. Also ich würde gegen einen leichten Papa wahrscheinlich auch keine Chance haben, deshalb, wenn der so inaktiv ist, lieber. Okay, die sind oben durchgegangen. Wie komme ich jetzt zu denen, ey? Sie sind immer irgendwo, wo es, okay, das seid ihr. Guten Tag. Was macht die so inaktiv? Hä? Was ist los? Ah, das ist PvP hier. Ja, ist klar. Wenn man ein bisschen PvP macht, dann habe ich ab. Oh, das ist natürlich der Syrten PvP-Band. Das ist klar, dass er sich natürlich nicht mitmachen muss. Darf. Ah. Oh. Weil sonst ist er beim Herbrett fort. Also hier oben dran. Aber jetzt ist er hier. Also weiß es eigentlich. Sollte eigentlich immer dort oben sein, aber. Ja gut. So, wie machen wir das am besten jetzt hier beim Turm? Ah, ich wusste es deswegen. Jäger ist. Nein. Darf ich bitte durch? Der Reichspfeil immer. Den müssen sie unbedingt ein bisschen nerven. Dass man auch durchkommt, ohne so konstant zu werden. So. Schön, dass er AFK war, der blöde Jäger. Jäger sind immer AFK. Jäger sind wirklich unnütz beim Gegner. Oder beim, also als Mitspieler.
Nein, lass es doch. Lass mich doch. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur der Auskundschafter. Ah, ihr seid so Feiglinge. Absolute Noobs-Bobs. Wenn ich doch nur durch möchte. Ihr seid einfach greedy, ey. Von die Bobs. Weißt du, sie sind halt immer Brain AFK. Die hätten nur kurz warten sollen auf mich. Die haben ja mich wahrscheinlich schon gesehen. Aber sie gehen immer greedy. Einfach zu greedy. Aha, und das sind halt einfach nur nervig von den Hirten. Sie machen nichts. Einfach nur die ganze Zeit Spieler abfangen und killen. Weil sie ja so hochgelevelt sind. Ich finde so eine Gemeinheit, die Hirten. Sind einfach nur gemein. Sie können nicht spielen, sie müssen immer unfair spielen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Finde ich richtig doof, weil sie sind zahlenmäßig mega überlegen, machen aber immer ständig solchen Quatsch, wenn sie einfach unfair, unsympathisch machen. Sind halt einfach keine Gegner, diese Zwiebelritter. Hallo. Ja, es demotiviert natürlich schon extremst. Wenn man so, ja, nur einfach mal ein bisschen auskundschaften möchte oder so, aber dafür immer wieder das Problem hat. Wegen den Türmen. Es macht keinen Sinn, Türme dorthin zu platzieren, die noch so mega zäh sind oder so. Lieber Türme, die wirklich schnell rushbar sind von Level 60. Also blöde Türme, hey. Wir haben ein bisschen geredet vorher, was die Türme eigentlich ausmachen. Es ist klar, damit Fremde, also Gegner, nicht so leicht durchkommen. Aber mit dem Reichspfeil und ja, es ist einfach viel zu nervig. Und das macht wahrscheinlich Regnum nicht zu einem beliebten Spiel bei vielen. Weil es einfach zu nervig ist, die Entwickler haben einfach viel zu viele nervige Sachen eingebaut. Ja. So, schauen wir mal kurz. Ja, ganz schlechteres. Aber Verfassung, ja, Verfassung ist jetzt aber auch nicht gerade so. Der Palmer. Oh! Ich find's immer lustig. Man hört die Buffs so mega laut. Ja, dann geht man, dann schaut man nicht mal zurück. Ist doch klar. Aber sind ja nur zwei gewesen, wo ich gesehen habe. Vielleicht auch mehr, aber. Die KI manche Spiele ist einfach bei minus 1. Würden sie einfach mal ein bisschen weniger greedy nach einem schauen, würden sie nicht so auffällig machen und dann verlieren. Aber viele Spieler wollen einfach irgendwie verlieren. Indem sie einfach laut sind, schon die Buffs anmachen, obwohl sie einfach keine Chance haben, einen vom Pferd zu holen oder so. Es waren, glaube ich, zwei, also ein Ritter und ein Barbar. Lol. Da stirbt einer einfach so. Ah, da seid ihr. Okay, wenn du halt nicht gehst. Oh, ich mag diese Zauber echt nicht. Wieso hypen? Wieso sind die immer so schnell? Mann. Einfach alle Level 60 mit OP-Equip mal ein bisschen nerven. Die sind einfach so mega OP. Einfach viel zu schnell, viel zu viel Damage. Man hat nicht mal eine Chance, einfach mal auszuweichen oder ein bisschen entwischen. Man hat einfach null Chancen. Es macht einfach keinen Spaß.
Weil man merkt es immer zu spät, wenn man zu weit reinkommt. Ich war ja immer, also ich war ja schnell eigentlich wieder weg. Süß. Komm jetzt, greif doch an, Mann, das Pferd, hey, das geht immer so lange. Im Kampf ist es immer länger als sonst. Dass man einfach nichts machen kann einige Zeit lang, finde ich richtig doof. Spiel hat einfach so viele Probleme. Dass es schon manchmal echt näher auf die Socken geht. Wow, drei Schaden. Cool. Habe ich jetzt vom anderen nichts bekommen? Ah, der ist da. Wie süß. Wie süß ist glaube, ich habe beide genug getroffen. Der hat mal Punkte gegeben, drei aber nur. So. Und der vier, okay. Und feindliche Essenz. Sehr schön. Aber ihr seht, die Ritter halten einfach viel zu viel aus, weil sie alles blocken können mit dieser Abwehr, mit dem Buff. So, schaffen wir noch das Level? Wäre gut. Aber hier kommen sicher Syrten. Lassen wir das mal. Also momentan sind Syrten und Egen beide hoch überlegen. Von der Anzahl her. Deshalb habe ich jetzt eher Lust, hier beim Fort mich ein bisschen im Schutz zu wirken. Ja. Wie viele Egen? Das ist einfach nur übertrieben, ey. Oh, sofort sterbe ich wegen diesen scheiß OP-Leuten, ey. Gibt's doch nicht 1985. Helux, der ist eigentlich relativ gut bekannt. Aber weißt du, diese Reichweite, von wo haben die diese Reichweite? Gibt es Items mit Reichweitenerhöhung? Also nicht nur diese 30er Reichweite. Und was ist los, ey? Es waren sicher 50 oder 30, aber. Ja, 40. Ja, dieser Bogen ist relativ gut wegen plus 27 und Doppelcrit. Der würde ich gerne kaufen für ein paar Euro. Ist Langbogenmittel, okay. Ja, wie viel kostet der in Euro? Einfach mal bestellen. Habe einfach zu wenig Magneten, also. Ja, ich farme relativ wenig pro Tag. Ja gut, dann können wir halt das Level nicht mehr machen. Was haben wir? 18. Ja, ihr wisst ja, wie die Levels aussehen, wenn sie dann ploppen. So ein Lichtstrahl kommt runter. Dann zeige ich mal den Ding nicht und mache jetzt einfach mal ein kürzes Video, weil ich kann jetzt momentan nichts machen, also. Es sind einfach zu viele Spieler in den anderen Reichen. Wieso sind so wenige in Alsus? Wieso ist Alsus so unbeliebt? Nur wegen den Deutschen. Nur weil Alsus das deutsche Reich ist, sozusagen. Nee, eher nicht. Das ist wirklich nicht der Grund. Das sind sehr wenige Deutsche. Also sind ungefähr um die 200 mit AFK viele. Also viele inaktive. Joker returns one. Okay. Und weiter.
Ja. Sind zu viele. Eindeutig zu viele. Komm noch ein bisschen. Ach komm, ey. Diese Zarb ist irgendwie verbuggt. Ich habe einfach die Mindestreichweite und ja, es wird immer resettet. Ist auch ein Ritter. Es sind einfach zu viele Ritter. Zu viele Ritter, zu viele Schützen. Ich freue mich auf Mountain Blade Warband 2. Also Mountain Blade 2. Aber dort wird es wahrscheinlich auch relativ unausgeglichen sein. Das ist einfach, die Spiele haben meistens irgendwas, was halt so mega nervt. Also zum Beispiel bei Borderlands oder so habe ich einfach das ganze Zeit Geschieße nicht gerne. Bei Overwatch habe ich nicht so, ja, das übertrieben, diese Effekte gerne. Ich spiele nicht ganz so gerne viele Action, also viele Multiplayer-Spiele. Weil ich halt einfach manchmal auch ein bisschen überfordert bin mit meinem ADHS und so weiter. Und ja, halt dann einfach auch nicht gerade so viel erzählen kann oder so viel konzentriert bin. Weil jetzt suche ich relativ gut nach Feind, also dass ich nicht überrascht werde. Weil ich werde ja dann sofort sterben. Das ist einfach, ich bin auch mega unterlegen, das ist es einfach. Ja, jetzt habe ich den falschen Skill gewählt, ich wollte nicht schneller sein. Ja, mir fehlt es einfach an Reichweite noch. Zurück, zurück, alle zurück. Bekomme ich jetzt nicht die XP, ich habe nur noch ganz wenig. Wie geht denn das? Ist Zelox ein Hacker, ey? Wie viel Reichweite hat der? Das ist ein Hacker. Wie geht solche mega Reichweite? Es ist klar, der Buff. Aber so eine Reichweite wie jetzt? Hat er irgendwie Ping-Probleme? Das war vorher schon, beim vorigen Tod schon so. Dass er einfach viel zu viel Reichweite hat. Kann die mir das jemand klären? Da gibt es wirklich Items, die die Reichweite noch mehr erhöhen? Geht er immer voll auf Reichweite irgendwie? Gibt es noch einen Buff? Ich weiß es nicht. Aber diesen Reichweite-Parabellschuss, der ist ja bei mir auf Level 3 und trotzdem, ja, ich habe ihn manchmal auf Level 5. Trotzdem kann ich niemals so weit schießen. Es hat wirklich ausgesehen, als würde der hacken. Weil die Schüsse gar nicht bei mir angekommen sind. Die sind hier gar nicht gewesen im Hintergrund. Also hier, so. Dass die Schüsse einfach unsichtbar sind. Also wie heißt er? Lyrox, gell? Ach man, diese scheiß Buffanzeige. Zelox. Zelox, okay. Werde ich mal die Dinge anfragen. Das Support anfragen. Das ist irgendwie etwas war. Also ich könnte mich schwer täuschen. Es geht wahrscheinlich schon wirklich. Aber einfach, dass ich das mal weiß, wenn ich ihn nochmal sehe, wie er mich irgendwie mega mit Reichweite klicken kann, dann muss irgendwas krumm sein. Aber wahrscheinlich war er einfach, ja, nicht gerade so richtig sichtbar in der Nähe, oder? Ich schaue mir das Video auf jeden Fall ein paar Mal an dieser Stelle, und analysiere das gut. Aber irgendwie, ja, er geht halt immer auf mich. Er kennt mich wahrscheinlich. Und geht immer auf mich. Er weiß, ja, die Rüstung ist nur Level 30. Ist klar. Dass ich natürlich nur Chance habe. Aber irgendwie ist schon etwas Heftiges. Ich mag's halt einfach nicht, wenn es so unfair ist gegen Low-Level-Spieler. Da muss irgendwie gebufft werden. Also, sie haben ja schon mal gebufft, dass man hier so einen Schutz hat. Der jetzt nicht da ist. Aber, ja. Man muss doch irgendwie auch ein bisschen eine Chance haben als Low-Level-Spieler.
Sonst kann man ja nichts machen als Low-Level-Spieler. Das ist einfach nur langweilig, oder? Man muss wirklich auf Level 30 sein oder so. Auf Level 60 sein und nicht auf Level 41. Damit man überhaupt eine Chance hat. Was machen jetzt? Die würden uns helfen. Ja, wir können was sonst haben. Noch keine Hilfe von Syrten. Ah, ist gerade ein bisschen langweilig, wenn immer alle so tanky sind. Ich mach meinen Charakter auch mega tanky, dann haben sie auch nichts bei mir anzubeißen. Ne? Keine Lust, irgendwie auf die Schnauze zu kommen, bekommen dann als Level 60. Aber es wird halt lange gehen und ich habe irgendwie jetzt schon auch nicht mehr so viel Bock wie vor 20, 30 Tagen. Es neigt schon ein bisschen Geduld voran, das Spiel. Das ist einfach so. Aber sehr schön, aber einfach ein bisschen, ja. Also viel zu viele Effekte, zu viele Stunts, zu viel das, zu viel das. Es ist gar kein realistisches Spiel. Ich will lieber ein realistisches Spiel mit wenigen Stunts, eher mit Knockbacks und so. Das wäre cool, wenn die Barbaren wirklich Knockback hätten und so weiter. Wie einfach nicht vorwärts kommt. Ja, Level haben wir, aber relativ wenig. Jetzt noch Gegner. Dass wir jetzt wirklich noch ein bisschen leveln können, ein bisschen XP bekommen. Nehmen wir den einfach mit. Ja, das reicht eigentlich, aber ich sollte ihn schon mal noch killen. Ah, da ist er. Was habe ich nicht bekommen? Ja, da ist abgelehnt. Oh, das war ein anderer. Ein Jäger. Ja. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Genau, deshalb. So, den haben wir noch ein bisschen gehandelt. Da ist leider ein Bogenschützenwächter. Ja, lief gut, relativ. Ja, es gibt mal wenig Punkte. Okay. Naja, es sind immer zwei Königreichspunkte, leider. Nicht gerade so große. Kommen wir jetzt das nicht eben? Wir haben das Wort, hä? Die Übersicht ist einfach flöten. Nein, wir haben noch nicht das Wort. Das Pad bleibt einfach mal da. Ja, so geht man natürlich nicht. Ihr müsst jetzt hochgehen. Oh, schöne Dame. Cool. Ich liebe einfach dieses Set. Aha, okay. Backrum, Backnum, Backnum. Lasst mich, ihr blöden Bugs. Ihr seid so noobig. Quatsch, Quatsch, Quatsch. So. Nein, bitte nicht. Lasst mich. So. Jetzt ist aber genug, ich will das Video beenden, gell? Dachte schon wegen den Buffs, sie wollen jetzt mich nochmal angreifen. Ach ja. Das war ein tolles Video. Ja, ich bin halt ein bisschen wieder kritikvoll gegen Regnum, weil es hat auch viele Bugs gehabt und so. Aber ja, das ist halt einfach. Weil es nervt. Gut, aber das Spiel ist immer noch mega gut. Sie müssen einfach diese Sachen fixen, dann ist natürlich auch wieder der Spaß höher. Aber es ist einfach viel zu anstrengend, so eine große Schlacht zu machen als Level 41, 42. Ja, alle wieder AFK.
Na gut, ich bin auch jetzt kurz ein bisschen AFK-Video hochladen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Drago. Tschüss.